Das Verdrängen von Feinfühligkeit hat zur Konsequenz gehabt, dass ich einen Burnout hatte, dass ich Rücken hatte, dass ich gegen meinen Körper gearbeitet habe. Also Krankheitssymptome. Ja, Rücken ist eins der häufigsten gewesen. Erschöpfung. Wann hatte schon dein Burnout und wie hat sich der geäußert? Mein Burnout, das hatte ich, ja, das war 2003, 2004. Das hat angefangen mit einer verschleppten Lungenentzündung. Und dann bin ich dann irgendwie ins tiefe Loch gefallen, hatte ich so nichts mehr Lust und habe dann auch die Gelegenheit genutzt, dann auch gleich zu kündigen, weil dann wollte ich dann auch nicht mehr das ganze Ding machen. Ich habe mich noch durchgeschleppt bis zum letzten Tag und dann danach bin ich erstmal platt versunken und habe erstmal nichts mehr gemacht. In welchem Beruf warst du derzeit? Zu der Zeit war ich, hatte ich meine Landwirtschaft und ich war in der internationalen Wirtschaftsprüfung gewesen. Da habe ich viele Dinge gemacht, ja. Okay. Und was hat dich da so belastet in dieser Wirtschaftsprüfung? Weil die Landwirtschaft hast du ja wohl noch weiter gehabt, oder? Die hatte ich noch ein bisschen weiter gehabt, ja. Was mich belastet hat, war, dass es oft gegen den Menschen gegangen ist. Also dass die Arbeitsweise und das Verhalten, das Verlangen, dass das Arbeitspensum, was wir hatten, das war nicht auf den Menschen ausgerichtet, sondern war aufs Funktionieren ausgerichtet, wie ein Roboter. Du musstest deine Leistung erbringen, du musstest immer Power bringen, du musstest immer schneller, 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 immer mehr in kürzerer Zeit packen. Und wenn du es nicht packst, dann hast du das, was hast du natürlich gemacht, so wie ich auch. Ich habe dann meine Stunden am Wochenende dran gehangen und so, dass ich zum Schluss eine 100-Stunden-Woche hatte. Und das habe ich dann einfach ausgelockt. Da war ich dann fix und alle, da bin ich gegen meine Natur gelaufen. Ich hätte früher rausgehen können, ja. Zum Wohlsein. Ja. Kennst du ja vorher wahrscheinlich auch. Ja. Ich habe dich ja nur gespiegelt gerade. Da hast du ganz viel geschluckt, was nach außen wollte. Ja klar, das sind viele Dinge, die darf ich auch so nicht benennen, wie sie gerne nach außen wollen. Aber ich finde es nicht fair, das dann auch so zu benennen. Es war nicht die schönste Zeit, es war nicht die eleganteste Zeit. Aber eine prägende Zeit. Es war eine sehr lehrreiche. Wo dich wahrscheinlich zu einer Entscheidung gebracht hat. Und was hat die Entscheidung dann gebracht? Beziehungsweise wie lange hat dieses Loch angehalten? Das Loch hat ungefähr ein halbes Jahr angehalten. In der Zeit habe ich mich beworben auf verschiedene Stellen. Bis ich einen Headhunter hatte, hat er gesagt, darauf, wo sich bewerben, da passen sie gar nicht hin. Er hat mir das richtig deutlich unter die Nase gerieben und hat gesagt, das ist nicht dein Weg, du gehst einen anderen Weg, du wärst der ideale Berater und da so bin ich in die Beraterschiene gegangen. Zu der Zeit gab es natürlich die Ich-AG, war noch ein sehr großes Momentum, also für die Älteren, das heißt jetzt Gründerzuschuss. Und da hatte ich das Glück, dass ich dann auch Seminare halten durfte bei der IHK und es hat viel Spaß gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, als dann 2012 die Agentur für Arbeit gesagt hat, dass die Muss-Förderung zu einer Kann-Förderung wird. Und da wurde der Markt um 80% geschrumpft. Und dann fing da für mich auch ein Wechselbad an mit den Dingen, die ich mal probiert habe. Dann habe ich mal das probiert, habe ich mal das probiert, habe ich mal nach da den Weg gelaufen oder mal den Weg gelaufen. Und das war nicht erfolgreich, da wird es dann immer, das war ein Rumgeeire. Und dann habe ich dann irgendwann eine Seminarreihe entdeckt, wie du deinen Wunschkunden findest und dass der Wunschkunde was mit dir zu tun haben muss. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber, dass ich schon feinfühlig bin. Also okay, der Wunschkunde ist feinfühlig. Und so kam ich dann zu feinfühligen Führungskräften, weil ich Führungskraft in verschiedenen Funktionen erlebt habe, auch bewusst durchlebt habe. Und ich weiß, dass man in Sandwich-Positionen wunderbar viele Freiräume hat, wenn man sie zu nutzen weiß. Ja. Da dürfen Sachen zur Sprache kommen, die als Festangestellter nicht erlaubt sind, oder? Doch, die sind erlaubt. Du musst die Frage nur manchmal richtig stellen.
Ja, du darfst manchmal, das habe ich auch gelernt, das, was ich direkt wahrnehme, durfte ich manchmal gar nicht so sagen, wie ich es wahrgenommen habe, sondern ich muss es übersetzen, damit die anderen es verstehen konnten. Warst du Ja. dann damals Festangestellter oder eher selbstständig? Bei was? Wo du diese Beratertätigkeiten dann gemacht hast nach der IHK? Das war ich alles selbstständig gewesen. Festanstellung hätte mich keiner genommen und nimmt mich auch keiner, das weiß ich, weil da passe ich nicht rein. Weil die Schiene zu eng ist für dich. Die Schiene ist einerseits zu eng, ich bin an Dinge gebunden, wo ich nicht glücklich werde und wo auch mein Vorgesetzter mit mir nicht glücklich wird, weil ich Dinge benenne, die denen auch wehtun. Das habe ich in der Wirtschaftsprüfung schon gemacht. Ich habe beim zuständigen Partner Dinge gesagt, die mir aufgefallen sind. Und er meinte zu mir nur, da kann ich auch nichts machen. Du bist jetzt noch Partner. Ja, aber ich kann auch nichts machen. Da sind mir auch die Hände gebunden dran. Sie haben recht, aber ich kann nichts machen dran. Und ich habe die Gabe, das weiß ich, dass ich Schmerzpunkte relativ schnell benennen kann und direkt auf den Punkt benennen kann. Und damals wusste ich nicht, wie ich sie benennen kann, ohne dass es wehtut. Okay, wie Da habe ist ich sie das dann benannt. weitergegangen? Wie ist was weitergegangen jetzt? Die Diese fünf. Ebene mit deiner Beratertätigkeit hin zu dem, wo du dich mehr wohlfühlst, weil das war ja zwar schon dein Job, wie ich jetzt das so raushöre, aber so das High-End an Erfüllung war das immer noch nicht. Nein, weil da war ich auch sehr im Verstand getrieben. Die Gründungsberatung ist auch ein sehr vom Verstand getriebenes Projekt gewesen. Ich mache heute auch noch Gründungsberatungen, aber das läuft auch schon anders ab, weil ich dann Menschen anders aufnehme und viele Dinge reinbringe, die die vorher gar nicht sehen und auch teste und mit denen Dinge durchspreche, die ich früher nie durchgesprochen habe. Es ist eine andere Qualität geworden von der Gründungsberatung. Das, jetzt habe ich die Frage vergessen, die du gestellt hast, aber macht nichts. Wie es weiterging zu dem, wo du noch mehr deine Freude und deine Talente in Einklang bringen kannst. Ich bin immer noch auf dem Weg dazu, meine Freude und meine Talente in Einklang zu bringen. Der Punkt, an dem ich gesagt habe, wo es mehr zum Einklang wurde, war, wo ich mehr mich reingebracht habe, wo ich meine Verbindung, die Feinfühligkeit mit meinen Zielkunden gemacht hatte. Ab dem Moment gab es mehr Einklang. Aber ich bin immer noch auf dem Weg dazu. Es ist noch nicht das High-End, was ich erreicht habe. Ich entdecke gerade auch noch den Clown für mich. Da geht es darum, wie kriege ich Humor rein, weil die Zeiten gerade jetzt unter Corona sind äußerst belastend. Und wie kriege ich Humor rein? Wie kann ich andere Dinge nach vorne bewegen? Mit Humor. Weil ich habe gelernt, wenn die Leute lachen, dann kann man auch schwierigste Themen einfach bearbeiten. Dann ist es einfach. Und das andere, was ich mache, ist, ich bin dabei, noch eine Massageausbildung jetzt dazu zu machen, um nicht nur auf der geistigen Ebene zu arbeiten, also Glaubenssätze und Co. und was da alles sonst noch kommt, rauszuholen. Sondern ich habe festgestellt, dass viele, die zu mir kommen, so zu mir kommen, hochgezogene Schultern haben, gelöst das geistige Problem, die sagen, ja, ist gelöst und laufen so wieder weg. Es geht darum, dass die Schultern entspannt sind nachher. Und deswegen mache ich noch eine körperliche Ausbildung, also erweitere ich dann mein Angebot um eine Massagetechnik dann einfach. Bietest du die jetzt schon an und wie muss man sich das vorstellen? Ich bin kurz davor, die anzubieten. Das ist eine sehr sanfte Methode. Das ist jetzt also nicht die klassische Physiotherapie. Die meisten kennen Massage von der Physiotherapie. Da hinten ist ein Knoten, den muss man rausdrücken und rausbearbeiten. Das mache ich nicht, kann ich auch. Ich habe auch ein bisschen Rolfing gemacht, ich habe Chiatsu gemacht, ich habe mir viele Massagetechniken angeschaut und bin bei der Trager-Massagetechnik hängen geblieben.
Das sind sehr, sehr sanfte. Also du streichst erst die Muskeln aus und dann geht es über leichtes Schütteln daran, die Faszien zu lockern. Leichtes Schütteln und leichtes Bewegen. Also es ist eine sehr sanfte Methode. Ich habe schon etliche jetzt auch gehabt, die gesagt haben, oh, nach jeder Massage tut mir, habe ich Kopfschmerzen, kriege ich Migräne. Die kam da nicht. Das ist eine sanfte Methode, die sehr sanft mit dem Körper umgeht. Okay. Und es ist sehr angenehm. Also ich liebe es selbst, wenn ich da auf der Liege liege. Ich mag es sehr. Das ist echt schön. Es merkt man jetzt aber auch deinem Gesicht an. Da kitzeln wir jetzt etwas raus. Entweder geht da deine Vision hin, oder warum zeigt sich jetzt da schon ein bisschen diese Gesichtsmimik, die entspannte, die fröhliche, die Es getragen geht sein? sowohl als auch. Also ich weiß noch nicht genau, wo es hingehen wird, aber es hat was damit zu tun. Es wird beides miteinander kombiniert werden. Also sowohl das Coaching als auch Massage kann gut kombiniert werden. Das ist eine sehr lockere Geschichte, die gut tut. Ja, man sieht es Und dir also wirklich schon an. ja. Offiziell biete ich es jetzt noch nicht an, aber ich bin kurz davor, dann auch einen Raum zurechtzumachen, dass man dass das dann auch anbieten kann. Also wer in der Nähe ist, der darf sich gern bei mir melden. Da muss ich den Raum ein bisschen früher fertig Ja, kriegen. dann muss man halt ins Tun kommen, gell? Ja, genau. Nicht nur die Theorie, sondern auch ins Tun. Ja, wie zeigt sich denn bei dir deine Feinfühligkeit, in welchen Bereichen und welche Herausforderungen hast du da damit? Also Feinfühligkeit gibt es auf drei Ebenen für mich. Das einmal ist der körperliche Ebene, das sind unsere sechs körperlichen Sinne, die wir haben. Also tasten, fühlen, schmecken, riechen, hören und unser Gleichgewichtssinn. Dieselben Sinne haben wir auf der geistigen Ebene und auf der spirituellen Ebene. Dazu kommt noch die Intuition, also unser Bauchgefühl und unsere Empathie. Da gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten, die seltener vorkommen, andere Fühler, die es ja auch noch gibt. Also das Hellwissen zum Beispiel, das ist eine Sache auf geistiger Ebene, dass man einfach weiß, was kommt, ohne zu wissen, woher es kommt, aber man weiß es einfach. Kennst du das dann auch, dass das dieses Gefühl ist, dass man da nicht nachfragen muss, diese Info kommt und ja, dann ist die einfach da? Ja, das kenne ich auch. Aber du hast ja vorher noch gefragt, welche Fühler ich habe. Das hat schon nicht beantwortet. Einerseits geht es ins Hellwissen rein, dass ich hellwissend bin. Also meine Fühler sind vor allem auf der geistigen Ebene sehr ausgeprägt. Da geht es um so eine Art Hellsehen, Hellwissen, Hellfühlen. Also schmecken weniger, aber so ein Hellhören. Also ich höre Dinge raus oder nehme andere Dinge im Gehör wahr, die ihm zwar im Körperlichen gesagt werden, aber eine ganz andere Botschaft hinten dran haben. Wo du sagst, boah, was ist denn da hinten dran? Jetzt erzähl doch mal, was hast du denn da noch hinten dran stehen? Ja, und ich habe gelernt, früher habe ich dann gesagt, ich nehme doch wahr, das ist das und das. Jetzt bitte verzeih, wenn ich jetzt als Beispiel nehme, Helene, ich habe jetzt gerade wahrgenommen, also da hast du da hinten, da kitzelst dich aber noch sehr stark im Rücken und du hast Schmerzen dabei. Ja, und das sagt jeder, nee, das kann nicht sein, das ist nicht. Ich habe aber gelernt, es anders zu formulieren und damit zu sagen, okay, hast du da noch eine, ich nehme da noch was wahr, hast du da noch einen Punkt, der dich kitzelt oder hast du noch einen Punkt, der dir vielleicht ein bisschen schmerzt? Können wir darüber mal reden? Das ist eine ganz andere Herangehensweise und damit öffnen sich die Menschen anders. Und das Spannende ist bei der Massagetechnik, die Menschen öffnen sich viel leichter und einfacher, noch einfacher, als ich das gewohnt bin, wenn man sagt, sie kommen zum Coaching. Das ist Das doch ist echt toll. schön. Ja. Da coachst du wahrscheinlich schon im Gespräch nebenzu noch. Das mache ich jetzt. Es gibt ein kurzes Vorgespräch bei der Massagetechnik, dann mache ich ein bisschen Coaching, klar. Und beim Nachgespräch mache ich, also wenn die Massage rum ist und ein Feedback so abgefragt wird und auch ein Reminder gesetzt wird, also ein Recall gesetzt wird,
damit du was mitnimmst, was du in den Alltag übertragen kannst. Dann gebe ich auch noch, ist auch so ein bisschen Coaching mit und sage, da ist noch was und da ist noch was. Aber die Leute sind offen, weil sie mich schon mal gespürt haben. Das ist ein ganz anderes Ding. Wenn du jemanden in der Hand hattest, den ganzen Körper von jemandem in der Hand hattest, hast du ein ganz anderes Zugang zu den Menschen, als wenn du sagst, ach, schön, Helene, dass wir uns jetzt hier sehen und erzähl doch mal bitte einfach. Das ist ein ganz anderes Ding. Und ich weiß, okay, Helene fühlt sich so an, die Schultern fühlen sich von Helene so an, die Füße von Helene fühlen sich so an. Das ist schon was ganz anderes dann. Ja, wobei ich sagen muss, ich spür's ja auch extrem. Und ich krieg's also über meine Wahrnehmung auch über sämtliche Kanäle, ob online, ob offline, ob telefonisch, wie auch immer. Ja, das kann und ich stelle fest, wenn die Person mit mir in Kontakt ist, es wird bei dir ähnlich sein, denke ich, und sie schon mal in dieses Erahnen und Erfühlen kommen, dass der Körper eben reagiert, genau dort, wo wir es sagen, die Menschen schon öffnet zu einem gewissen Stück. Ja, es öffnet die Menschen. Aber es ist immer die Frage, wie sage ich es den Menschen? Das ist eine. Und das andere ist, durch das körperliche Berühren öffnet es noch anders. Es ist wirklich eine andere Qualität des Öffnens. Das finde ich spannend zu sehen. Das erforsche ich gerade auch so für mich. Wie ist das und was kann man dann noch mitmachen? Wie kann man das noch einsetzen? An welcher Stelle kann man noch ein bisschen spielen oder anders spielen? Das ist für mich gerade so ein Ertasten, Heranführen, Heranschleichen und zu sagen, ah, was tut sich denn da? Mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Ist da der kleine Ulrich unterwegs, der seine Spielwiese erkundet? So ungefähr ist das, fühlt sich das manchmal an. Das ist Spielen auf einem anderen Niveau, weil es einfach gut tut. Ja, einfach die Sinne, deine eigenen noch bei der Arbeit zu schärfen und auszubilden und zu reflektieren, was will denn das, was ich jetzt erfüllt habe, mir denn letztendlich sagen? Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin immer sehr vorsichtig, Haut zu berühren, weil ich sehr, sehr viele Dinge wahrnehme. Und das Schöne an der Massagetechnik ist, die Menschen sind angezogen. Also ich muss nicht sehr tief gehen. Ich habe für mich den Filter der Kleidung dazwischen, sodass ich nicht sehr tief wahrnehmen muss unbedingt. Ich kann es, aber ich muss es nicht. Ja, und das tut gut, nicht immer die nackte Haut zu spüren. Das ist ein Ding, was... Kann es sein, dass du das auch einfach nur noch einen stärkeren Filter für dich einbauen solltest? Das kann sein. Für dich emotional oder wie auch immer du das bezeichnen magst. Einfach sagen, okay, ich nehme nur so und so viel wahr oder nur das und das und nicht alles. Den Filter, ich habe ja schon einen Filter eingebaut, dass ich sage, dass mir das zukommt und zugetragen wird, was ich auch möchte und was mir dienlich ist. Das andere möchte ich schon gar nicht mehr zugetragen bekommen, weil das würde mich blockieren. Da kommen so viele Informationen auf mich rein. Gerade jetzt in dieser Zeit, wenn ich alle Filter aufmache, bin ich von Informationen überflutet. Die muss ich dann erstmal sortieren. Die muss ich erstmal in Ordnung bringen. Die muss ich in andere Zusammenhänge bringen. Es ist ja nicht nur die oberflächlichen Zusammenhänge, nein, es geht um die tiefen Grundzusammenhänge, die unten drunter sind. Und das ist dann eine Menge Arbeit, wenn sowas da ist. Es gibt auch Situationen, da werde ich überflutet damit. Klar, das kann ich manchmal gar nicht verhindern, weil wenn das Aktuelles ansteht oder was Neues kommt, was sehr, sehr kritisch ist oder wo es kritisch wird, dann haut es mich auch mal von den Beinen. Dann sage ich, okay, das sind Tage, da bin ich down, da bin ich dann wie in der Depression drin, dann kann ich gar nicht viel machen. Dann mache ich zwar noch ein paar Dinge, aber nicht mehr so viel. Da ziehe ich mich zurück. Diese Filter schalte ich ja auch bewusst dann ein. Ich schalte sie zwar selten ein, aber wenn, dann schalte ich sie auch bewusst ein. Und das habe ich jetzt auch von Freitagabend bis Donnerstag früh für mich so einen Filter eingestellt, wo ich sage, ich möchte jetzt meine Entwicklung
wahrnehmen und das andere mal ausblenden. Wobei die grundlegende Geschichte für mich bei dem Filter ist, alles, was extrem wichtig ist, zu mir soll, darf oder muss, trotzdem durch darf. Das ist also so eine Grundeinstellung bei mir. Aber nicht mehr so diesen, ja, On-Air-Geschichte. Die habe ich jetzt für mich auch mal für 5 Tage ausgeblendet, weil wir sind schon in einer Zeit, die sehr energetisch momentan ist. Wie nimmst du das wahr? Ja, die Zeit ist für mich energetisch sehr belastend. Da bin ich sehr mitgenommen. Also die letzten 2 Tage war ich jetzt auch im absoluten Tief drin. Ja, jetzt komme ich auch so langsam wieder raus. Da war was richtig Heftiges unterwegs. Dann ist da wieder noch was Heftiges unterwegs. Das hat jetzt nichts mit der Wahl zu tun gehabt. Das sind noch Prozesse, die parallel zur Wahl laufen. Und es ist spannend zu sehen, aber trotzdem bin ich guter Dinge, dass es nicht so krass kommt, wie ich es gesehen habe. Kannst du uns da einen Anhaltspunkt geben, was uns da erwartet von deiner Seite aus gesehen? Nee, möchte ich nicht machen. Okay. Weil die Bilder, die ich gesehen habe, für viele sehr brutal sind. Okay. Ja, deswegen möchte ich es bewusst nicht machen. Ja, ist alles okay. Weil ich stelle schon auf, dass gerade der Erdmagnetismus derzeit ziemlich hochaktiv ist in allen möglichen Varianten, das auch auf die Technik extremen Einfluss nimmt. Also ich hatte die letzten 2 Wochen, wenn ich im Wohnzimmer das Licht anschalte, dann knallt's und stinkt's und gibt Funken, aber der FI fällt nicht raus und die Birne ist auch nicht kaputt. Hängt der FI am Wohnzimmer auch dran oder ist das Wohnzimmer außerhalb vom FI-Kreis? Nee, der ist schon dran. 1-2 Tage später an der Mehrfachsteckdose, so lange Funken, die es raushaut. Wieder stinken, qualmen, alles. FI bleibt drin. Ich habe jetzt von mehreren Personen gehört, dass sich die Feuermelder selbstständig machen, ohne dass Feuer ist. Sämtliche feinfühligen, hochtechnischen Autos wie meins haben gerade ihr Eigenleben in der Systemsteuerung und im Navigationssystem. Also da sehe ich schon Zusammenhänge. Ja, das gibt Zusammenhänge. Was du jetzt so gerade sagst, kommt mir, hört sich das für mich nach der Frequenzerhöhung an, die getragen werden muss, wo alte Systeme gar nicht mehr mitkommen. Die neueste Technik, die wir haben, basiert auf alter Technik, alten Systemen. Und da sind teilweise alte Relais drin, die nicht funktionieren, weil sie mit der neuen Schwingung nicht klarkommen. Die werden zwar genommen, weil sie keine anderen Relais haben, aber die Relais kommen auf Dauer damit nicht klar. Also meine Technik ist ja doch schon sehr empfindlich für solche Sachen. Ich meine, ich habe ja jetzt noch nicht allzu lang für diese Videogeschichten aufgerüstet. Aber Mikros nach 4 Monaten, die den Geist aufgeben, von heute auf morgen nicht mehr sprechen. Lautsprecher, die auch nicht mehr tun, mit Zoom ärgere ich mich jetzt schon gefühlte 10-12 Wochen herum, die Kunden nicht zu mir reinlassen, aber ich zu den Kunden komme. Also, etwas, das sich einfach niemand erklären kann. Es ist auch nicht berechenbar, was in dem Moment vorgeht. Also, um dir da was zu sagen, müsste ich einfach ein paar Details mehr wissen, um was es bei den einzelnen Gesprächen ging. Vielleicht gibt es ja einen Gesamtzusammenhang zu den Gesprächsthemen, zu Techniken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal betrachtet hast. Gut, es ist immer, wenn ich einen eigenen Zoom-Raum eröffne
und Gäste zu mir reinlasse, dann funktioniert der PC nicht. Am Tablet kommen sie meistens rein. Und wenn alle Stricke reißen, muss ich sie übers Handy reinlassen. Und vor kurzem hatte ich einen Kunden, der hat dann mit mir 25 Minuten schon am Tablet gearbeitet, als auf einmal der Monitor am PC aufging und gesagt hat, jetzt bin ich auch da. Dann war der Kunde am Monitor am PC. Also kann sich kein Mensch erklären. Ja, dann hast du was geöffnet bei deinem Kunden. Da hast du einen Kanal geöffnet für deinen Kunden, der vorher verschlossen war. Das ist gerade alles sehr verrückt. Das könnte natürlich auch sein, dass der Kanal über PC nicht für den Kunden geeignet war vorher. Dass du den dadurch geöffnet hast, durch eure Sitzung, durch das Besprechen dieses Themas. Es sind halt nicht einzelne Kunden, das geht jetzt also gefühlt die 10, 12 Wochen permanent so. Nimmt eigentlich eher zu anstatt ab. Und was wir alles schon gemacht haben, wie oft wir schon resettet haben und alles runtergenommen haben. Und ja, also im Großen und Ganzen finde ich, sind wir in einer ansteigenden Energie drin. Ja. Und diese ansteigende Energie, dafür brauchst du andere Kanäle. Und du schwingst auf einen sehr hohen Kanal, während andere da gar nicht immer reinkommen. Das kenne ich bei mir auch. Ja, die große Kunst für mich ist, Kanäle zu bauen, wo die Transformation stattfindet, dass ich sowohl, wenn ich ganz hoch schwinge, auch von denen wahrgenommen werde. Ja, das sind so für mich aktuelle Herausforderungen, zu sagen, okay, wie kann ich für niedrig schwingendere Menschen einen Kanal bauen, dass sie davon ein bisschen profitieren und dass sie dann anfangen können, auch ihr Potenzial zu heben. Ja, es ist einfach spannend. Und das mache ich zurzeit sehr viel, Menschen einfach Mut, Hoffnung und Halt zu geben, damit sie in den herausfordernden Zeiten einfach nicht kollabieren. Da sind viele kurz davor zu kollabieren und zu sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich weiß nicht mehr, wie ich es machen soll, alles, was ich mache, ist falsch. Da gibt es so viele Dinge, die da um die Ohren fliegen, gerade bei den Menschen. Es ist auch diese Resignation, stelle ich auch auf LinkedIn fest. Ganz, ganz viele Coaches sind momentan sehr stark in der Resignation. Ja, weil die feststellen, das, was sie machen, hilft nicht mehr. Und jetzt bin ich jetzt ketzerisch, wenn ich das sage. Machen die Coaches das, was ihnen wirklich in die Wiege gelegt ist, oder machen sie Coaching, weil sie Coaching machen? Ja, und noch dazu möchte ich sagen, sind sie individuell oder gibt es einfach ein Schema-X-System, wo alle hörig sein müssen und ja keinen eigenen Gedanken dazu bringen? Das widerspricht sich ja mit der Energieerhöhung und den Menschen, die gerade ihre Sensitivität und ihre Zugänge öffnen. Also das kollabiert natürlich momentan schon auch sehr stark. Ja, das hast du auch noch mit dabei. Und Coaching ist für mich ein sehr individueller Prozess, war für mich immer ein individueller Prozess, ist ein individueller Prozess. Das hängt immer von dem jeweiligen ab. Also ich kann auch kein Gruppenprogramm anbieten. Habe ich auch mal getestet, mal ein Gruppenprogramm zu machen, aber es hat nicht funktioniert, weil das alles so individuell ist bei den Menschen. Die muss ich separat abholen. Gut, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert das in der Gruppe extrem gut. Ja, kommt ja drauf an. Es kommt drauf an. Also bei manchen funktioniert das mit der Gruppe, bei manchen funktioniert es nicht mit der Gruppe. Ich vermute auch, dass Gruppe nicht mein Weg sein wird. Deswegen funktioniert es nicht. Das gehört nicht zu meinem Weg. Dann ist es auch so, dass es okay, das darf ich stehen lassen und kann ich stehen lassen. Das ist für mich kein Problem. Wobei ich das halt einfach liebe, in der Gruppe die Menschen zu positionieren, dass die ein super tolles gemeinsames
Erlebnis haben, wobei die Gruppe das in der Regel auch selber macht, weil die werden energetisch schon so zusammengeführt. Ist natürlich kein Programm, das ich im Vorfeld geschrieben habe, sondern ich bin da mit meinen Fähigkeiten, Gaben und Talenten und auch dieses Wahrnehmen von vielen Menschen und die zuzuordnen. Das ist halt meine Eigenheit, aber das liegt nicht an jedem. Das liegt nicht in jedem sein Programm. Ich habe ja auch zwei Gruppen. Also ich mache ja auch eine Gruppe für Unternehmer, Coaches und Berater, Feinfühlige, damit die sich austauschen können. Da findet teilweise auch eine Energieerhöhung statt, wenn man mal einen Raum hat, einen geschützten Raum hat, wo man über seine Themen, über seine Wahrnehmung reden kann. Hatte jetzt auch mal 2 Wochen Pause gemacht, weil ich in Fortbildungen war. Die waren so dankbar, dass ich sie wieder aufgemacht habe. Das ist schön, das ist toll. Das tolle Feedbacks, die kommen, sagen, ja, ich bin da, oder die entschuldigen sich schon 5-mal vorher. Ich kann leider nicht kommen, ich wäre gerne dabei. Das sind tolle Feedbacks. Ja, mag ich. Und weil ich selbst weiß, ich brauche diesen Austausch und auch diesen offenen Austausch, deswegen biete ich ihn an. Deswegen mache ich das, damit ich einerseits Selbstfürsorge für mich, dass ich einfach weiß, ich bin nicht alleine. Das war für mich immer die größte Herausforderung, sozusagen zu erkennen, du hast die Gaben und dann, wer hat noch die Gaben? Ich kenne keinen. I'm an Alien, I'm an Englishman in New York, singt Sting, und das I'm Alien, ja, das ist irgendwie hängen geblieben. Und dann, ich bin Fremder. Ich war fremd. Ich wollte dazugehören und war fremd. Ja gut, ich denke mal, es sind viel, viel mehr, die diese Wahrnehmungen haben. Natürlich alle auf unterschiedlichen Ebenen, aber es trauen sich viel zu wenige über diese Wahrnehmungen zu sprechen und das, was mit ihnen macht. Ja, klar. Das ist ja das Nächste noch. Ja. Es nehmen viele wahr und es gibt auch Tausende noch von Menschen, die das verleugnen. Die sagen, nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das kann ich mir nicht erlauben. Ich kann nicht mit meiner Gabe, die ich habe, die kann ich jetzt hier nicht einbringen. Wenn ich die hier einbringe, zerbröselt das ganze System. Ja, und denen geht es dann oft so, die stehen vor der Glaswand und wollen durch und kommen nicht weiter. Die sagen dann, wo geht es hier? Wo kann ich hier durch? Die kommen nicht durch. Ja, die treffe ich auch sehr häufig. Die brauchen wirklich Halt, die brauchen wirklich jemanden, der sie in den Raum der Unberechenbarkeit, für sie erstmal in den Raum der Unberechenbarkeit führt. Weil das, was rauskommt, ist ein unberechenbares Ergebnis erstmal. Und es ist halt wie so ein Bungee-Jumping. Der andere hat panische Angst und der andere, dem gibt es irgendwie volle Erfüllung. Ja, für mich ist das kein, der Raum der Unberechenbarkeit ist für mich kein Problem, weil das, was mich von den meisten unterscheidet, ist einfach, dass meine Orientierung und mein Orientierungssinn und meine Ausrichtung, meine innere Stärke einfach da ist. Und meine Sicherheit, die liegt nicht im Außen. Also bei vielen liegt die Sicherheit zum Beispiel im Außen. Die brauchen den Porsche, die brauchen das schnelle Auto, die brauchen ein Haus, die brauchen das Pferd, die brauchen was weiß ich alles. Ja, Haus, Pferd, Porsche, um die Klischees jetzt mal zu bedienen. Ja, das brauchen die. Die brauchen das im Außen. Ich brauche es nicht im Außen, ich habe es im Innen. Und damit bin ich nicht mehr absolut abhängig von den äußeren Spielbällen. Und damit kann ich auch in einen Raum der Unberechenbarkeit leichter reingehen, weil ich verliere meine Orientierung nicht. Meine Orientierung ist bei mir. Und wenn ich diese Orientierung verliere, weiß ich, wie ich sie zurückkriege. Dann richte ich mich auf meine innere Achse aus und das geht auch teilweise über die Atmung, dass ich mit einer bestimmten Art und Weise bin ich in meiner Mitte drin. Und diese Ausrichtung des Atems ist ein ganz einfaches Mittel, um sich von Abhängigkeiten im Außen ein bisschen zu entkoppeln. Das ist ein guter Schritt, ein toller Schritt, der hat mir schon sehr viel geholfen, dass ich meinen Weg weitergehen konnte. Ja. Ich kenne die Zeiten auch, wo ich verzweifelt war, jetzt droht Pleite. Ich weiß nicht, wie ich da rumkomme. Ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Was muss ich mir noch für eine Geschichte erzählen, damit ich jetzt bei der Bank noch meinen Kredit kriege?
Nachdem ich meine Sicherheit im Innen gefunden habe, habe ich gesagt, ja, okay. Entweder gibt ihr mir Kredit oder gibt keinen Kredit, das geht weiter. Und mit dieser einen, sobald ich mit dieser Einstellung hingegangen bin, habe ich den Kredit bekommen. Mit der anderen Einstellung haben sie gesagt, nee, da fehlt aber noch das und die Unterlage und die Unterlage. Reichen Sie das doch mal bitte nach. Und das sind so Dinge, die ergeben sich einfach aus der inneren Sicherheit. Und das übertrage ich auf den Raum der Unberechenbarkeit, so dass ich mitgehen kann und Halt biete. Der Halt ist nicht in der Raum, sondern der Halt ist in mir. Und auch meine Kunden lernen dabei diesen Raum, also in diesem Raum ihre eigene Ausrichtung kennen und können sich dann selbst anders weiterbewegen. Das ist jetzt auch zum Beispiel so eine Geschichte mit diesen Gruppen, wie du deine zwei hast, wo ich ja auch bei der einen immer wieder mal dabei bin, wenn es zeitlich rausgeht. Biete ich ja zurzeit dienstags immer dieses Kennenlernen, Kennenlernen auf verschiedene betroffenen Basisen an, damit sich einfach Menschen zu bestimmten Themen mit ja, mit meiner Präsenz, mit der ich den Raum halten kann und die Menschen auch auffangen und führen kann, öffnen lernen, damit sie mal ein Ohr haben und einen Gesprächspartner, wo sie mit ihren Ängsten raus können. Weil das sehe ich auch als ganz, ganz wichtige Platzierung, bei mir ist es halt eher diese Gesundheitsebene und Fitness, also alles, was rund um Körper und Belastungen geht, beziehungsweise hin in die Entwicklung, in die Freude, was wir ja auch mit dieser Plattform vermitteln wollen. All meine Gesprächspartner hatten irgendwann in ihrem Leben eine herausfordernde Situation. Und die sie mitgenommen haben und jetzt in ihr Potenzial, in ihre Entfaltung, in das, wo die Seele ja schreit, hinbringt. Ja, das ist ganz wichtig. Also der Körper ist ein super guter Ratgeber, um zu zeigen, an welchen Punkten muss ich hinschauen. Und die Zeit ist so wichtig, eben die Menschen auch zu Hause zu erreichen, weil ganz viele der Menschen verschließen sich ja nach außen zu gehen. Und in diesen Räumen, Zoom und wie sie auch alle heißen, in diesen Online-Plattformen hast du ja auch die Möglichkeit, anonym dabei zu sein und trotzdem den Nutzen von diesem Austausch, was ich ja immer feststelle. Wenn jemand noch nicht sich äußern will, aber den anderen zuhört und wenn dieses innere Klavier, dieser Körper so langsam anfängt zu schwingen und Signale zu geben, dann wissen die irgendwann genau, wo sie hinfühlen müssen und was ihr Körper denen sagt. Vor allem, wenn wir sie dann auch nur dahin führen, weil wir ja für die anderen mitfühlen. Ja, das war auch eine Herausforderung zu erkennen, was ist deins, was ist meins, was ist das Gefühl des anderen und was ist mein Gefühl. Das war für mich jahrelang ein großes Problem, weil für mich war das oft jahrelang das Thema, das, was andere wahrnehmen, ist mein Gefühl. Dabei hat das mit mir nichts zu tun gehabt. Das muss ich erstmal trennen, das muss ich erstmal sortieren. Da muss ich auch einen Filter, da habe ich auch einen Filter dazwischen geschaltet, der mir das sagt, ey, das ist Signal, das ist außen, das ist deins, das ist nicht meins. Das ist deine Angst, die da tobt, das ist nicht meine Angst, die da tobt. Und manchmal brauchen auch wir einen Außenstehenden, der den Hinweis gibt, wo denn der Ansatz bei einem selbst zu finden ist. Ja klar, brauche ich immer wieder. Ja, Das, ich auch. dafür liebe ich dich ja, dass wir einfach so mal einen kurzen Weg haben und zu sagen, ich habe da ein Thema, lass uns mal reden. Ja, da habe ich noch ein paar mehr Leute, mit denen ich das machen kann. Kann ich nicht mit jedem, weil es versteht halt noch nicht jeder. Ja, und das ist einfach
so eine vertraute Basis in dem Moment, wo man sagen kann, Mensch, da habe ich jetzt irgendetwas, ich komme jetzt auf diesen Trichter nicht, was das mir sagen möchte. Mhm. Und da hast du den einen oder anderen, wo du sagst, das ist dem zur Schiene. Lass doch einfach mal nachschauen, was der dazu weiß. Oder ob es ihm genauso geht. Darum kommen ja auch von meiner Seite öfters mal so Posts, die ich sage, weil ich halt immer ein bisschen früher dran bin als andere mit der Wahrnehmung. Es kommt die und die Energie ins Feld, was macht es mit euch? Und ich kriege sehr, sehr oft dieses Feedback, schön, dass du es ansprichst, jetzt weiß ich wenigstens, das ist nichts von mir, sondern das ist im Großraum und dann kann ich ganz anders damit umgehen. Ja, das kenne ich auch, geht mir auch oft so. Ich bin dankbar dafür, dass du das auch so frei ansprechen kannst und ansprichst, weil das kann nicht jeder. Ja. Ist der Ruf nun mal ruiniert, lebt sich's weiter ruiniert. Ich glaube, dein Ruf ist ja gar nicht ruiniert. Ja. Das ist er kann ja so und so sein. Genauso wie einer gepostet hat oder geantwortet hat auf meinen Post, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt mal 5 Tage im Eigenretreat unterwegs. Schön, was du dann wieder mitbringst und uns mit auf den Weg gibst. Also die warten immer schon, was von mir wieder kommt. Ja, die sind zu faul, manchmal selbst zu gucken dann. Das ist dann die andere Seite. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch. Ja. Die warten dann, was von außen kommt. Damit muss ich selbst gucken. Jetzt muss ich mich erstmal selbst nicht damit auseinandersetzen. Obwohl es manchmal so hilfreich ist, sich bei sich selbst auch mal selbst zu prüfen und selbst zu gucken, ob das auch stimmt, was Helene für sich wahrgenommen hat, passt es bei mir. Ja, das ist nicht unbedingt gesagt. Nee, das kann sich ja auch ganz anders zeigen. Das ist ja mal dahingestellt. Ich sage ja immer nur, was bei mir kommt. Aber vielleicht sind sie ja einfach der Meinung, lieber hat die unruhigen Nächte als wie ich. Ja, das kann schon sein, aber die haben, wenn sie es wahrnehmen, haben sie genauso unruhige Nächte wie du auch. Und die kommen dann teilweise 5 Tage, 6 Tage später und dann haben sie dann auch die unruhigen Nächte. Ich merke das bei meinen Kunden auch, wenn ich vorher das Ding hatte und unruhige Nächte hatte, kommen die ein paar Tage später oder eine Woche später, auch 2 Wochen später teilweise und haben dieselben Themen an der Backe kleben. Okay, das ist doch ein größeres Thema. Das ist nicht nur ich, das ist nicht nur ich mit meiner Feinfühligkeit, sondern ich nehme die Dinge wahr. Aber dadurch kann ich auch helfen, weil ich einfach das schon mal durchlebt habe. Ich bin den Schritt weiter oder schon 2 Schritte weiter gegangen durch das Ding durch und kann sagen, ja, das ist der Sturm kommt, dann kommt das Auge, dann kommt noch ein bisschen Sturm und dann bist du wieder ein ruhiger See. Ja, und das hilft vielen, wenn sie einfach wissen, ach, da ist jemand, der ist schon durchgegangen, der weiß, wie sich das anfühlt, der kennt das Gefühl. Der gibt mir Halt, der kann mir noch einen inneren Halt geben, der muntert mich auf, der schickt mal ein Smiley oder der schickt einen schönen Wunsch rüber und das hilft sehr viel. Es hat für mich so was wie von Auffangen zu tun. Mhm. Ja, wie wenn man sagt, okay, da weiß ich jemanden, der hat das auch schon, mit dem kann ich das mehr oder weniger sprechen, hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und der holt mich aus meinen Panik, aus meinen Ängsten, was auch immer sich da körperlich dann zeigen mag, weil manchmal ist es halt schon ein bisschen turbulant. Und ganz minimal kann ich da was sagen. Ganz minimal. Das ist Ironie, falls Selbstironie, die ich da jetzt hege. Also das wirft mich manchmal auch aus den Bahnen raus, ja. Das hat mich jetzt hier am Wochenende auch rausgeworfen und rausgekickelt, was ich da wahrgenommen habe. Ja, das ist einfach so. Das wirft uns genauso um. Nur wir finden schneller halt wieder den Boden. Wir erleben es ein Stück früher und wir finden anders den Boden oder schneller unsere Orientierung wieder und unsere Ausrichtung wieder. Und das hilft uns dann einfach anders durchzugehen. Ja. Das ist ein tolles Ding, was ich auch gar nicht missen möchte, auch wenn es mich beutelt. Das Beuteln möchte ich auch nicht missen möchten, weil die anderen fahren Achterbahn, das tut mir auch nicht gut und wir fahren es mit Liebe. Ja, und das gebeutelt werden ist für mich absolut, gehört dazu. Wenn ich nicht gebeutelt würde und hätte nur Sonnenschein, dann könnte ich den Sonnenschein gar nicht genießen.
Ich finde immer, da hätten wir nicht diese großen Sprünge, diese schnellen Veränderungen drin. Ich sage immer, vor einer großen Veränderung muss halt auch irgendwas Heftiges kommen. Und ich weiß, wie sich das bei mir eben ankündigt und anfühlt. Und ich kann mehr oder weniger bis auf ein paar Stunden die Uhr danach stellen, wie sich das verhält. Und das ist doch auch schon ein schönes Wissen zu sagen, okay. Schön, wenn du sagst, du machst jetzt Prüfung und du weißt genau, 5 Tage Prüfung und dann hast du dein Ding. Ja, aber das kommt auch bei uns aus dem Erfahrungswissensschatz heraus, weil wir öfters durch solche Situationen durchgelaufen sind. Ja, du hast regelmäßig teilweise mit deinen Zyklen, ja. Bei mir ist manchmal unregelmäßig, aber ich habe es durchlebt und dadurch weiß ich, ach, das ist schon wieder sowas und damit kann ich dann anders umgehen. Dann kann ich es auch erstmal stehen lassen und im Nachgang teilweise erst analysieren. Ich durchlebe es und analysiere erst im Nachgang. Kommt mir 2, 3 Tage, kommt mir der entscheidende Gedanke, ach, das war das. Und dann weiß ich das, was es war. Aber wenn ich das durchlebe, dann weiß ich das teilweise auch nicht. Dann stehe ich dann da und sage, oh, ich ahne, alter Tor, bin genauso klug wie einst zuvor. Frei nach Goethe. Ja, das geht mir genauso. Das ist aber normal. Das gehört dazu. Das ist Erleben und Erfahrungswissen, was wir da an den Tag legen und mit dem wir da einfach agieren. Ohne wäre es uns doch gar nicht mehr wohl. Ja, da hast du auch recht. Das könnte ich gar nicht mehr, weil das wird viel zu flach, das Leben. Das würde mir keinen Spaß mehr machen. Wir haben jetzt dann schon gleich wieder eine Stunde um. Hast du für unsere Zuhörer einen kleinen Tipp? Wie auch immer, ob von der feinfühligen Geschichte, ob von körperliche Seite, egal. Einen kleinen Tipp, den Sie mitnehmen können. Achtet auf euch, guckt, dass du in deiner Mitte bist. In deiner Mitte kann man kommen über den Atem und such dir jemanden zum Austauschen, Leute, mit denen du reden kannst, die dich ernst nehmen, auch wenn du sagst, hey, ich bin gebeutelt, ich durchlebe Mir geht's gerade, scheiße auf gut Deutsch. mir geht's scheiße, ja, ich wollte es jetzt gerade anderswo ausdrücken, aber du hast recht, mir geht's scheiße, mir geht's so beschissen, ich weiß gerade nicht mehr ein und aus, ich brauche jemanden, nur jemanden, der mir mal zuhört oder jemanden, mit dem der mir immer blöde Fragen stellt, mit denen ich einfach mal anders das Problem anders betrachten kann. Und Und meistens im Hinterher in Lachen ausartet. ja. Oder der einfach Blödsinn macht und sagt, ah, mir tut es da weh, ah, mir tut die Schulter weh. Ah, die Schulter, wie steht denn die Schulter dir? Ja, kannst du die noch ein bisschen besser präsentieren? Muss die höher hängen oder tiefer? Was passiert jetzt mit der Schulter? Oder weiter zurück, vor? Oder kreisen? Was musst du jetzt machen mit deiner Schulter? Ja, oder was will die Schulter machen? Das ist noch was ganz anderes. Ja? Auch solche Blödsinn mal zu machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber dafür brauchst du Leute, die es mitmachen und die auch sagen können: Hey, lass uns mal ein bisschen Blödsinn machen. Aber mir geht es so beschissen. Ich will ja, dass es mir beschissen geht. Nee, das geht nicht darum, das jetzt hier rausholen damit, sondern ich helfe dir mit der anderen Qualität des Beschissenseins zu fühlen, wenn du mal die Schulter anders bewegst. Ja? Und damit kommst du schon in ganz andere Fahrwasser rein und du kriegst einen kleinen Impuls. Es sind oft die kleinen Impulse, die eine gigantische Wirkung haben. Du musst nicht viel machen, sondern oft nur einen kleinen Impuls kriegen, um zu verstehen und zu wissen, ach, jetzt weiß ich, wo es langläuft. Ja, das ist als Tipp, sucht Leute, mit denen du dich austauschen kannst, das ist ganz wichtig. Das ist doch mehr oder weniger ein schönes Schlussbild für uns. Und ich gehe davon aus, du bist auch bereit, Kontaktanfragen anzunehmen. Klar, nehme ich die an. Ich kriege jeden Tag Kontaktanfragen, die nehme ich an. Ich bin auch einer, der den Menschen was schreibt. Und dich nur einfach annimmt. Ich mag Kontaktanfragen. Wenn sie auch was dazu schreiben, finde ich es immer schöner. So ein kleines Hallo, ich habe dich da und da gesehen. Oder Hallo, ich finde dein Profil interessant, lass uns doch mal reden. Oder was hältst du davon?
Das finde ich spannend, wenn sowas kommt. Weil ich habe oft Kontaktanfragen, da kommt nur der Kontaktanfrage rein und wenn ich nicht was schreiben würde, würden die gar nicht schreiben, sondern wären stille Kontakte. Und das finde ich schade, weil ich möchte Menschen gerne kennenlernen, da hinten dran stehen. Und für Interessierte gehe davon aus, dass sie auch gerne in die Feinfühligkeitsgruppe kommen dürfen, Ja, aber wenn sie dazu passen. das sortiere ich ein bisschen. Also ich gucke das bei den Angestellten. Also ich habe eine Gruppe für Unternehmer, die ist morgens, donnerstags morgens um 10. Und ich habe eine Gruppe für Angestellte und Führungskräfte, die ist abends und donnerstags abends um 20:15 Uhr. Und da sortiere ich auch ein bisschen, da lasse ich nicht jeden in jede Gruppe rein. Es gibt dann immer die Versuche, aber da will ich ja gerne hin. Weil ich habe festgestellt, wenn viele Coaches und Berater drin sind in der Angestelltengruppe, die Angestellten hauen ab, dann habe ich hinterher nur Co Coaches und Berater drin. Und ich wollte denen einen sicheren Raum bieten, deswegen trenne ich das so ein bisschen. Deswegen sortiere ich aus. Und wenn ich kann, kann ich. Es kann auch nicht jeder jedes Mal. Wir haben immer ein bisschen wechselnde Gruppe. Trotzdem ist es tief und es ist eine schöne Gruppe. Beides sind schöne Gruppen, wo einfach ein toller Austausch stattfindet. Wo man auch andere Leute kennenlernen kann, die feinfühlig sind. Beziehungsweise, wir haben auch in der einen Gruppe habe ich auch eine Autistin drin. Das passt auch rein. Weil wir so viel Feinfühligkeit rundherum haben, dass wir sie mittragen können. Ja, also es muss nicht immer der super Feinfühligkeit sein, weil Feinfühligkeit ist eine Bandbreite ohne Ende. Autisten sind sehr feinfühlig. Ja, aber die meisten nehmen sie nicht als feinfühlig wahr und die Autisten selbst nehmen sie sich auch nicht wahr, weil sie das Gefühl nicht wahrnehmen. Das ist immer der Punkt. Die Fremdsicht und die Eigensicht sind da ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ja, eine sehr informative Live-Geschichte mit dir wieder mal. Eine sehr tiefgründige. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für den Raum, den du hier bietest, dass man darüber reden kann. Das ist nicht selbstverständlich. Finde ich sehr schön. Danke. Gerne Ich finde es wieder. einfach spannend, den Menschen Mut zu machen, damit man rauskommt, auch aus dem tiefsten Tief, was man auch immer erlebt hat. Ja, Es und es geht. gibt die Möglichkeit, rauszukommen. Ja. Und das Schönste ist, wenn man es von Menschen vorgelebt bekommt, wenn die einen den Einblick in ihre Story geben. Und auf der anderen Seite ist es für uns der Vorteil, uns von der Masse abzuheben, weil wir uns nahbar und verletzbar zeigen. Wie siehst du das? Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe festgestellt, indem ich mich zeige, indem ich meine Feinfühligkeit zeige, indem ich meine Gaben und Talente zeige, ich werde nicht schwach. Ich zeige zwar scheinbar meine Schwäche, weil ich es als Schwäche wahrgenommen habe, aber ich bin so stark und präsent geworden, wie ich vorher nie war. Ja. Und das als Anreiz für meine Lives, für mein Format, das aus dem Nichts heraus entstanden ist, für die Zuseher, damit die den Funken finden bei dem ein oder anderen Gespräch, der sie entflammen kann, den ersten Schritt zu gehen. Und somit wünsche ich den Zuschauern einen schönen Abend, bis es wieder heißt, Everyone has a story mit einem neuen, interessanten Gast. Ciao, bis zum nächsten Mal.